komplett. Schwester Christina, hallo. Guten Morgen. Ja, hallo. 6 Uhr morgens. Schichtbeginn für Christina. Die 36-Jährige arbeitet als Krankenschwester auf der interdisziplinären Intensivstation 28 im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Guten Morgen. Die Pfleger wissen noch nicht, was im Laufe des Tages auf sie zukommt. Alles geht erst einmal seinen gewohnten Gang. Heute ist Christina allerdings mehr gefordert als sonst. Sie ist als PAP eingeteilt. Die Pflegeansprechpartnerin ist für die Kommunikation aller Pflegerinnen und Pfleger zuständig und muss zusätzlich viele organisatorische Dinge klären. Ich bin PAP, muss ich als 2, ne? Ja. Eine feste Verlegung haben wir geplant und bei dem Rest muss man heute Vormittag gucken, wie die Visiten, da gibt es noch mal eine Visite von den Ärzten, was da entschieden wird. Sind die Patienten stabil genug, können sie auf jeden Fall verlegt werden, aber das muss eben abgewartet werden, bevor wir neu aufnehmen können. Es sollte immer das größte Ziel sein natürlich, dass die Patienten stabil, gesund und munter auf die folgenden Stationen verlegt werden können. Guten Morgen. Guten Morgen. Ne? Mhm. Du kennst ihn, glaube ich, gar nicht, ne? Nein. Da erzählt er noch ein bisschen was von den Diagnosen. Mhm. Der ist im Polytrauma, der ist nämlich von seinem Carport gestürzt, tatsächlich auf 3 Meter Höhe oder so. Übergabe der Nachtschicht. Christina wird über ihre beiden Patienten aufgeklärt. Für eine Patientin ist später ein großer Schritt geplant. Sie soll nach langer Zeit endlich wieder selbstständig atmen können. Das Wichtigste vor der Visite, die Wachheit der Patienten checken und die Vitalzeichen überprüfen. Nicht erschrecken, ich komme noch mal von der Seite. Ich möchte einmal so ein ganz klein bisschen Blut bei Ihnen abnehmen, ja? Können Sie ganz ruhig liegen lassen, alles in Ordnung. Tagelang auf die Auswertung warten, dafür gibt es auf der Intensivstation keine Zeit. Das EV ist mit der richtigen Technik ausgestattet. Ich finde, man hat erstmal ein ausgeklügeltes Einarbeitungssystem, ne, und wird ordentlich eingearbeitet, bevor man überhaupt alleine losgehen darf. Und hat zu jeder Zeit erfahrene Kollegen, Praxisanleiter, die man fragen kann und auch sollte, wenn man sich unsicher ist, bevor man irgendwas macht. Machen natürlich viel mehr, was man früher halt selber übernehmen musste. Ne? Also genau, die Technik ist natürlich immer einen Schritt weiter und entwickelt sich ständig weiter. Und genau, für die Patienten ist das natürlich ein deutlich besseres Outcome am Ende. Ja. Für uns dann gerade da in der Pflege, wo sowieso schon gerade so ein Mangel herrscht und die ganz gut unterstützend ist. 7 Uhr. Schichtbeginn für Bereichsleiterin Vera. Sie ist die gute Seele auf der Station 28 und organisiert alles rund um Dienstpläne, Fortbildung und Protokolle. Als Kommunikationssprachrohr weiß sie über alles Bescheid. Toi, toi, toi. Im Moment ist es noch relativ ruhig. Nein, ist eigentlich ganz gut. Ich freue mich ja, wenn es denn läuft und die Schicht ausreichend besetzt ist und es den Kollegen gut geht, dann geht es mir auch gut. Insofern hoffe ich, dass wir einen guten Tag für alle vor uns haben. Die Visite mit den Ärzten bringt Licht ins Dunkel und gibt eine grobe Struktur für den Tag. Die Teilnahme ist für alle ein Muss, auch für Christina. Ich denke, eine Zusammenarbeit auf einer Intensivstation muss Hand in Hand gehen. Also gerade hier muss zwischen den Anästhesisten, Internisten und der Pflege wirklich Hand in Hand gearbeitet werden. Es muss viel gesprochen werden und wir sind da tatsächlich alle auf einer Augenhöhe. Und ohne einander würde das nicht funktionieren. Also beide Seiten brauchen sich und die Patienten braucht alle beide und dann muss Hand in Hand gearbeitet werden. Genauso wichtig ist die Kommunikation unter den Pflegerinnen und Pflegern. Ja, bisher ist eigentlich alles soweit ganz gut. Ja, genau. 2 Leute kommen ja noch um 8. Die unterstützen uns. Wir haben die vorne an der Tafel schon eingetragen. Genau, damit wir einmal. Aber ihr seid bei 16. Genau, wir haben, ja. Genau, wir sind voll belegt. Wir haben 16 Patienten. Kommt so hin. Genau, kommt hin. Und haben uns jetzt erstmal so eingeteilt, haben aber die beiden, die um 8 Uhr dann kommen, schon mit eingeteilt.
Dann wird ihr schon wissen, wo sie hin müssen. Ja. Okidoki, dann drehe ich mal eben meine Runde und dann sehen wir uns später. Wenn irgendwas ist, rufst du mich an, ne? Okay, tschüss. Später. Worst Case ist natürlich immer, dass man Patienten aus den Notaufnahmen, die eben dringend Hilfe brauchen, nicht aufnehmen kann, weil es nicht möglich ist, Patienten zu verlegen, weil sie eben nicht stabil genug sind, um sie auf Normalstation zu legen. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man 2 oder 3 Patienten betreut. Das klingt natürlich erstmal wenig. Eine Pflegeperson macht 2 Patienten, aber man muss sagen, die sind eben in einer Phase, wo es ihnen halt einfach nicht gut geht, wo jederzeit irgendwas passieren kann. Also auch wenn es jetzt so scheint, als wenn Patient XY super stabil ist, kann es von der einen auf die andere Sekunde eben auch alles anders sein. Und man hat in der Zeit, wo man den einen Patienten betreut und vielleicht noch den anderen, der daneben liegt, irgendwie noch so ein bisschen mit dem Blick hat, hat man aber vielleicht auch nicht so unbedingt den Blick auf den dritten, der eben ein Zimmer weiter liegen würde. Meeting mit den Ärzten. Jetzt wird der weitere Plan mit dem Team besprochen. Mit einer Extubation soll Christinas Patientin einen Schritt in Richtung Gesundheit machen. Zusätzlich muss sie die Aufnahme einer neuen Patientin übernehmen. In der Hektik muss weiterhin die Versorgung der Patienten sichergestellt sein. Dafür bekommt sie Unterstützung aus dem Team. Okay, wir müssen betten auf Bett 3. Einmal komplett. Nicht erschrecken, wir wollen mal eben einmal das Bettlaken tauschen. Ein bisschen weniger. Gefühl. So. Wenn ihr hinkommt. Klar ist es auch mal belastend, weil das ja nicht nur alte Menschen sind, die 90 Jahre ihr tolles Leben gelebt haben, sind halt auch viele junge Leute. Und das geht einem natürlich schon auch nah. Und ja, man ist eben nur Mensch und betreut einen Menschen, der vielleicht so alt ist wie man selber. Oder eben einen Mann, Frau, der so alt ist wie der Vater, Mutter. Deswegen darf es auch ruhig mal nahe gehen. Also solange man nicht immer alles mit nach Hause nimmt und man sich da stundenlang weiter mit beschäftigt, finde ich das auch total legitim und normal. Ich bin die Bereichsleitung dieser Station. Ich bin natürlich in erster Linie Ansprechpartner für alle Kollegen hier vor Ort. Also wenn die Probleme, Wünsche, Sorgen haben, versuche ich immer ein offenes Ohr zu haben. Also ich habe eigentlich auch von Anfang an kommuniziert, wenn irgendwas ist. Meine Tür steht immer offen, egal ob das nun Dinge sind, die die Arbeit betreffen. Manchmal drückt ja auch privat der Schuh, dann kann man auch immer mit mir reden. Ist gar kein Problem. Also ich bin immer für alle Leute da. Und das ist tatsächlich auch ein Teil, der wird, glaube ich, unterschätzt. Das ist schon, also zwischenmenschlich spielt sich echt eine Menge ab. Und ich glaube, wenn man da für die Kollegen da ist, ist schon mal eine Menge wert. Durch eine Neuaufnahme verschiebt sich Christinas Zeitplan. Wir bekommen jetzt gleich eine Patientin aus der Notaufnahme, die aus einem anderen Krankenhaus verlegt wurde, weil da eben keine Kapazitäten waren. Und die ist jetzt als instabil angekündigt worden. Das heißt, der Neurochirurg hat sie sich unten schon angeguckt. Die fahren jetzt noch einmal durchs CT und kommen gleich nach oben. Und uns wurde jetzt vorbereitend schon gesagt, dass diese Patientin hier intubiert werden muss, weil sie eben von der Vigilanz her nicht mehr so ist, dass sie eigenständig atmen kann oder Schutzreflexe hat. Und ich versuche mir das jetzt alles möglichst vorzubereiten, damit es eben, wenn sie dann oben ist, nicht in so eine Stresssituation gerät. Routine ist es nie. Das ist schon stressig, wenn die eben so schnell aufeinander kommen, weil es ganz nett ist, wenn man das zu zweit macht, dann hat man eben 4 Hände und nicht nur 2 und kann sich gegenseitig irgendwie unterstützen. Und wenn aber alle Manpower schon an einem Patienten steht, dann muss man halt vieles auch alleine letztendlich machen. Neben all den Aufgaben werden die Angehörigen der Patienten nicht vergessen. Trotz Stress nimmt sich Christina genügend Zeit. Mutter von Herrn. Oh, schwierig. Okay. Die wollten nur wissen, ob er eigenständig wieder atmet. Okay. Mehr nicht. Schwester Christina, hallo. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, er ist stabil soweit, würde ich sagen. Ne? Er atmet noch atemunterstützt, das heißt jetzt nicht ganz ohne seinen Tubus, ne? Aber er macht, was er kann. Er ist stabil darunter. Mhm. Genau, ja. Alles klar. Machen Sie das. Okay, bitte, gerne. Tschüss. Jetzt muss es schnell gehen.
Die Ärzte haben den neuen Patienten angekündigt. Damit er sofort optimal versorgt werden kann, ist Teamarbeit angesagt. Unterlage, Arterie legen, in der Zeit ankabeln, dann intubieren. Wenn er intubiert ist, brauchen wir Magenkatheter, machen noch eine TVK, Magensonde und dann müssen wir gucken, dass wir die Stelle hier einlegen. Also der ist noch wach. Ist aber von der Vigilanz her wohl scheinbar so gemindert, dass er intubiert werden muss. Das heißt, er ist nicht, er ist komatös, so kann man es sagen. Das Arbeiten auf einer Intensivstation kennt Christina in- und auswendig. Vor dem EV hat sie schon 11,5 Jahre in einem anderen Krankenhaus Erfahrungen gesammelt. Zwei. Und dann noch bis zur Mitte raus. Drei. Eins, zwei, drei. Stopp. Und den Rest. Eins, zwei, drei. Alles gut. Okay, wir sind im Krankenhaus. Ne? Wir müssen uns ein bisschen um sie kümmern. Die Versorgung ihrer Patienten kann nun weitergehen. Jetzt kümmere ich mich wieder um die anderen beiden. Okay, sonst musst du auch deine Kollegen mit ins Boot holen. Genau, habe ich. Ja, haben wir alles. Gut. Okay. Ich bin sonst hinten, ne? Alles gut. Okay, tschüss. Ein Schritt nach dem anderen. Christina bereitet die Extubation ihrer Patientin vor. Das ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt. Natürlich muss man erst mal gucken, wie das funktioniert. Das ist letztendlich der Versuch, den man ihr geben möchte. Ja, und da muss man halt gucken, wie sie das schafft. Weil sie noch sehr viel Sekret hat, sie muss dann eigenständig husten, sie muss eigenständig atmen, das gehört eben auch alles dazu. Ne? Und ja, muss man gucken. Und wir bekommen noch ein Trauma. Das ist in der Notaufnahme und geht dann in OP. Das soll wahrscheinlich dann auf Bett 19. Dafür kommt der Patient aus Westerstede nicht mehr. Okay? Gut. 28, Christina, hallo. Hi. Ja, Herr sollt ihr übernehmen. Warte mal, ich frage mal kurz Andreas. Den haben wir gerade noch gesprochen. Ich hoffe jetzt, weil wir kriegen mir auch noch so viel Aufnahmen. Könntet ihr den schon übernehmen, oder? Okay, warte, ich gucke mal kurz, wo der steckt. Kannst du Herr schon verlegen, wie ihr im C fragt? Ich mach den. Sonst war fertig. Ja? Ja. Okay. Wir haben leider auch so wenig Manpower, sonst würde ich dir einen rüberschicken. Aber wir haben auch keinen, der kommen kann. Okay, danke, bis gleich, ciao. Gemeinsam mit einer Ärztin kann der Beatmungsschlauch von Christinas Patientin jetzt entfernt werden. Ja, also ist jetzt nicht so, dass man das nicht kennt, aber es ist schon ein stressiger Vormittag, ja, also. Genau, man hat eben zusätzlich zu seiner Patientenbetreuung eben auch noch diese Organisation des PAPS, dass man sich halt nebenbei dann noch um die Bettenkoordination kümmern muss, ums Verlegen, Aufnehmen und eben die, Kollegen informieren muss, dass Neuaufnahmen dann kommen. Ne? Ein Gefäßverschluss hat sich bei der Patientin zu einer kleinen Hirnblutung entwickelt. Christina hofft, dass sie nach dem Entfernen des Tubus wieder selbstständig atmen kann. Wir fangen jetzt an, diesen Beatmungsschlauch zu entfernen, ne? Okay. Ja. Und dann, wie wir gerade besprochen haben, machen wir einmal noch eine Absaugung, dass so die ganze Spucke hinten im Hals wegkommt. Nicht erschrecken, es wird jetzt noch einmal unangenehm, ne? Saug das mal ab. Kann noch mal einen Husten reinziehen. Ja, genau. Ja, perfekt. Alles noch mal richtig husten, richtig doll. Kann ich? Unangenehm, weiter husten, husten, husten. So, jetzt gibt's noch mal eine Maske auf die Nase. Ich finde es sehr wichtig, mit denen zu kommunizieren. Alles okay soweit? Dann würde sich das für sich selber oder auch für seinen Angehörigen natürlich auch wünschen. Da ist ja nicht nur das Gerät im Vordergrund, sondern gerade der Mensch, der eben da liegt und irgendwie gerade unsere Unterstützung braucht, der eben auch Mensch ist, auch wenn er sediert ist. Also das, ich finde es schon sehr wichtig, dass richtig kommuniziert wird und dass überhaupt kommuniziert wird. Aber das machen hier eigentlich auch so alle. Ja. Soll ich den Kopf etwas anders hinlegen? Mhm. Manchmal ist es halt auch
in eine nonverbale Antwort oder eben auch keine, weil letztendlich, ja, genau, mal eben so eine Berührung oder irgendwie einen Blutdruck, der hochgeht oder irgendetwas. Letztendlich sagen wir das auch eben mal so den Angehörigen, die ja auch oft das Gefühl haben, macht das überhaupt Sinn, meinen Vater oder Bruder oder sowas zu besuchen? Die wissen ja am Ende gar nicht mehr, dass ich da war. Aber ich glaube, schon, dass unterbewusst das wahrgenommen wird, dass jemand da ist. Und wenn es nur eine Berührung ist oder irgendetwas, das ja, unterstützt, glaube ich, schon. Die Extubation war ein Erfolg. Die Patientin kann mittlerweile selbstständig atmen. Eine kurze Verschnaufpause nutzt Christina bei organisatorischen Angelegenheiten. Heute bin ich tatsächlich auch schlecht in der Zeit und müsste meinen Patienten gleich noch mal auf die andere Seite drehen. Und meine andere Patientin möchte ich ja ganz gerne noch in den Stuhl mobilisieren. Das werde ich jetzt dann gleich mit dem Spätdienst gemeinsam machen. Dann sind wir ja doppelt so viele im besten Fall. Also wahrscheinlich nicht ganz doppelt so viele, aber schon mehr als jetzt im Frühdienst. Und das ist vielleicht etwas einfacher zu schaffen. Es ist nicht bei allen so, aber manche bleiben natürlich schon irgendwie so, auch wenn man länger frei hatte, dass man mal fragt, was ist denn mit dem Patienten auf Bett 5 passiert? Ist der wieder gut geworden? Oder ja, man erkundigt sich schon mal, was so daraus geworden ist, wie der Werdegang war, wie der Verlauf war. Und ja, ich kriege ja zwischendurch auch mal eine Karte von Patienten, die wieder nach Hause entlassen wurden tatsächlich. Das ist auch mal ganz schön, wenn man doch mal so ein Foto kriegt, irgendwie ein Jahr nach Covid oder genau, gerade sowas ist dann irgendwie echt auch mal ganz schön, wenn man mal die Kehrseite sieht. Die Spätschicht übernimmt. Ihre Patienten gibt sie jetzt in die Hände der anderen Pfleger. Letztendlich wusste ich irgendwie schon mit 9 Jahren, glaube ich, dass ich Krankenschwester werden will. Und irgendwie macht es ja auch Spaß. Man hat ja nicht eben nur Schattenseiten, sondern halt auch viele positive Seiten. Man hat ein großes Team, man ist individuell, man kann jeden Tag dazulernen. Kein Tag ist wie der andere. Das macht einfach Spaß letztendlich. Ja, Patienten zu betreuen und zu sehen, sie werden eben auch nicht immer schlechter, sondern es gibt ja viele, die eben auch immer besser werden. Und gerade dann freut es einen, wenn die dann nach einem Jahr dann doch mal irgendwie sagen, hallo, uns geht's super, vielen Dank nochmal. Bei mir war sie eben 37. Stabil. Genau. Ich würde jetzt auch nichts anderes mehr machen, auch wenn es manchmal schon verflucht ist, aber es ist nicht die Arbeit an sich, sondern einfach das... Der Stresspegel durch das wenige Personal, der es halt einfach an manchen Tagen echt schwierig macht, aber... Trotzdem macht es halt Spaß. Aufnahmen, Verlegungen, eine Extubation und die Pflege der Patienten. Für Christina war es ein erfolgreicher Arbeitstag. Es war schon ein sehr unruhiger Vormittag, muss man sagen. Dadurch, dass viele ungeplante Aufnahmen waren. Und ja, so ist es halt auf einer Intensivstation. Da ist kein Tag wie der andere. Und es ist vor allem nicht immer so, wie man denkt. Und auch wenn es ruhig beginnt, kann es einfach total unruhig enden oder... Es beginnt unruhig und endet halt ruhig, also man weiß nie, wie es so läuft. Ne? Wir brauchen Pflege. Die Menschen brauchen uns und ja, letztendlich braucht man Menschen, die das gerne machen. Und wenn man bedenkt, man hat selber Mama, Papa, Oma, Opa und die brauchen auch irgendwann Hilfe. Und ich glaube, wenn es nur noch Menschen geben würde, die keine Pflege mehr machen, haben wir irgendwann halt ein großes Problem. Ne?